Herzliches Willkommen hier zu einem neuen, ja, Format will ich nicht sagen, aber wir sind hier in GeoGuessr und ich bin mega, ja, ich habe eine coole Challenge gefunden. Es gibt MotoGP und F1-Strecken, 61 Locations. Er hat zwar geschrieben, very easy, aber naja, ich bin mega gespannt und ja, wir werden uns das auf jeden Fall mal angucken. Ich hoffe, dass ihr noch irgendwie einen Vorbildmodus habt. Ah, hier, genau. Wir werden uns das Ganze mal angucken. Los geht's hier mal. Play mal. So, I'm a single. Sadala. Los geht's. Location 1. Also es sind F1 und MotoGP-Strecken. Boah, und das ist schon extrem schwer. Das Coole ist natürlich, man kann ein bisschen weiter nach vorgehen. Ich probiere auch immer so, wenn ich mich nicht richtig auskenne, so ein bisschen die Tracks zu finden. Hellblau. Boah. Ich glaube, das könnte Argentinien sein. Gucken wir uns das Ganze mal an. South America. Dann machen wir mal den Freischuss. Guess. Nope. 10.000 Kilometer entfernt. Australien. Ja, gut. Stimmt. Gibt's auch. Die MotoGP-Strecke wäre das gewesen. Ja, gut. Play next. Gucken wir uns die... Oh, mitten im... In der Tribüne. Kann eigentlich nur Japan sein vom Aufbau her. Alter, ist das immer MotoGP? Das ist wieder MotoGP. M. Das heißt, es ist irgendwie deutsch. Probier hier viele Rossi-Fans. Kann auch... Ja, er hat sogar irgendwas mit Ring. Sachsenring, perfekt. Ja, ich weiß nicht mal, wo Sachsen ist. Sorry, ich bin kein Deutscher. Aber wir sind auf der falschen Seite des Kontinents. Wir wissen auf jeden Fall mal Deutschland. Sachsen könnte Stuttgart, Dortmund, Essen. Da oben ist Dortmund. Ich habe immer gedacht, Dortmund ist hier unten. Dann müssen wir noch weiterhin. Sachsen-Anhalt, Stuttgart, Zürich. Ich bin richtig schlecht in sowas, Leute. Ich weiß nicht mal, wo fucking Sachsen ist. Leipzig, Dresden. Egal, ich gib's. Ich hätte Sachsen ehrlich gesagt hier unten hingegeben. Also werden wir hier so bei Nürnberg hingehen. Weit weg kann es nicht sein, 200 Kilometer. Gut, Sachsen ist dann doch ein bisschen weiter nördlich, fast bei Leipzig. Aber wir haben das Land erraten. Kann man mal sagen. Nächste Location. Das hier ist ziemlich simpel. Es guckt nämlich, es sieht verdammt nach Welcome. Okay, da steht nichts dort. Es ist halt echt assi, weil man kann einfach auf die Trikots, das sind Läuferinnen, okay. Das wird uns nicht viel helfen. Das ist ein Front Run. Wir müssen mal aus der Box raus. Es ist keine spektakuläre Box. Es ist kein Formel 1 Event. Auf keinen Fall. Dann gehen wir mal raus aus der Burg, oder darf ich das nicht? Ich stehe nur hier auf dem Bild. Mann, woher soll ich das wissen? Das ist unnobar. Ach doch, das ist Lausanne International Circuit. Lausanne, das ist Katar. Das ist Katar. Aber, boah, Katar zu finden. Wir sind wieder auf der falschen Seite. Katar ist irgendwo bei Bahrain. Und das könnte hier sein. Katar ist ein mega Baku, haben wir hier, so Aserbaidschan im Kaspischen Meer. Genau. Aber wo ist Katar? Das ist ein ganz, ganz kleiner Haufen. Ist Katar Omen? Katar ist nicht hier unten, oder? Ich finde Katar nicht mal. Wo ist Katar? Kuwait, Bahrain, doch da, Katar. Es ist bei Doha, glaube ich, in der Nähe. Also gehen wir hier mal hin. Unfassbar, 24 Kilometer entfernt. Das war mal perfekt. Next Round. Probieren wir als nächstes. Panasonic Coca-Cola Zero. Und das ist eine Strecke, die ich absolut nicht kenne. Und das ist eine Strecke, die ich gut hier... Also das könnte mal auf jeden Fall... boah, fuck. Boah. Doch, ich kenne die Strecke auf jeden Fall. Gefahren bin ich sie schon mal. Aber das sieht mir verdammt nach USA aus. Weil diese ganzen Marken... Oder Japan... Nein, das ist eher so chinesisch, japanisch muss das doch sein. Das heißt, wir gehen mal nach Japan. Ich habe nur so eine vage Ahnung. Round 4 von 5. Ich habe eine vage Vermutung. Das ist klar. Aber ob das jetzt wirklich Japan ist... Puh... Das ist, wo können wir hier hin?
Das ist sehr vage, muss ich sagen. Wir werden das Ganze mal kleiner machen und dann mal näher gehen. Wir fahren hier mal runter. Das kann natürlich Amerika sein. Ich will das gar nicht fucking schreien. Fujiyama! Er hat's uns verraten! Der Fujiyama, das ist Japan! Wo ist Fuji? Das finden wir noch näher raus. Wo ist Fuji? Fukui? Nein. Das ist Fuji. Das ist safe der Fujiyama. Hiroshima? Boah, ich weiß nicht, wo der Fujiyama ist. Es tut mir so leid. An alle Asiaten hier, es tut mir so leid. Es ist safe Japan. Das ist der Fujiyama. Hundertprozentig. Dann ist das auch die Rennstrecke von Fujiyama. Das könnte dann auch Japan sein. Ah. Eine Formel-1-Strecke sein. Da sind sie nämlich früher auch gefahren. Aber der Fujiyama, Mann. Ich bin so ein Idiot. Nagasaki. Da war der auch der Atombombe abgeschossen. Saga. Also wir sind safe mal in Japan richtig. Aber... Ach, da oben geht Japan weiter. Blödsinn. Ja, egal. Wir werden das hier hingeben. Das ist safe Japan. 170 Kilometer entfernt. Okay. Okay, dann probieren wir nächste Runde. Das wird schon unsere letzte sein. Hobbit KTM, das ist safe. Könnte Österreich sein. Also das kann... Hä, ich stehe mitten auf einem Platz. Wo ist, was ist das für eine Rennstrecke? Das ist ja voll mal lost. Hä, wo soll ich hier sein? Eine rostige Mauer? Gut, dann machen wir es uns ganz einfach. Die Tüftler. Das ist mal safe Deutsch. Also, wenn hier KTM so groß steht und das hier so ein bisschen das KTM-Werk ist. Ich weiß, dass KTM, glaube ich, in Graz oder so zu Hause ist. Ich glaube mal Graz. Dann sind wir mal safe in Österreich und Graz ist ja auch hier. Das heißt, wir werden mal in die Nähe von Graz gehen. Continue. 205 Kilometer entfernt. Ja, wir wären in Salzburg gewesen. Egal. Das war's schon. Das war's schon. Wir gucken uns noch einen neuen Rennstrecke an. Unser Highscore war 17.000 Points, ist jetzt nicht so groß. Aber wir gucken uns noch einen neuen Versuch an. Bis gleich. Jo Leute, wir sind wieder zurück und jetzt habe ich einen neuen GeoGuessr Map gefunden. Und zwar für F1 21 Strecken. Ich bin mega hyped. Wir starten mal. Wir sind wieder Singleplayer. Oh fuck, größer das Bild. So, wir sind natürlich wieder Singleplayer und Location Loading. So, das kann nur keine... Das kann nur eine Strecke sein. Sie war sogar jetzt erst. Hier haben wir natürlich die Tundel einfach. Dann hier natürlich. Okay, wir fahren mal ein bisschen entlang. Das ist natürlich diesen Berg hier runter. So eng ist es wirklich. Also, Halleluja. Bonte da sogar für Monaco. Ah, damn. Und hier unten sollte dann die Schwimmbadschikane sein. Ist die auch in Wirklichkeit hier? Würde mich echt mal interessieren. Ja, die ist auch hier. Die ist auch hier. Da hast du diese Schwimmbadschikane. Zack, 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 zack. Das ist die Schwimmbadschikane. Aber da ist das Ganze ja nichts. Guck ich das mal an. Das ist die... Oh mein Gott, das ist sick. Da werden dann noch die Mauern rundherum gebohrt. Auch keine Körbs und nichts. Mit der Zigarette. Oh damn. Hier darf man einfach stehen. Ja, das ist die Schwimmbadschikane. Hier dann zack, zack. Okay. Ganze Jahr, da kommst du in diesen Berg runter. Die Körbs sind das ganze Jahr hier. Die Körbe, cool, natürlich, das ist der Binnenstaat, oder der Stadtstaat, Binnenstaat ist Österreich, das ist der Binnenstaat, wo ist France? Monaco sollte hier Marseille, hier sollte Monaco sein. Ja, Nizza haben wir hier schon, nice. Wo ist Monaco? Monaco. Hä? Gut, dann gehen wir hier. Hey, ich muss die Stadt finden. Monaco muss hier sein. Es ist, wenn ich zurückzoome, hier angeschrieben. Ist Monaco in Nizza? Nein. Das ist alles Nizza. Monaco ist nicht mal auf dieser kleinen Map angeschrieben. Damn, damn. Ja, egal. Dann gehen wir hier hin. Oder warte mal, wir gehen einfach auf Monaco drauf. So. 3 Kilometer. 11 Kilometer. Okay, Monaco ist dann ein bisschen weiter hoch. Gut. Ist brauchbar. Ist simpel. Nächstes. Die nächste Strecke. Ganz easy. Vom Grad her. Aber von der Map her finden. Das ist nämlich Abu Dhabi. Aber boah, wo ist Abu Dhabi?
Er ist natürlich, kann natürlich Saudi-Arabien, ich glaube mal, das ist hier bei Saudi-Arabien, oder? Jemen, Oman, United Arabian. Hier haben wir Abu Dhabi. Vielleicht finden wir sogar die Insel Yas Marina. Aber, boah, das wird schwierig. Das wird extrem schwierig. Das sollten 24 Kilometer sein, okay. Gut, hier haben wir den Park. Okay, ich glaube, das hat gezählt. Nächstes ist hier. Damn, die Strecke Grant. Also das Problem ist halt auch, teilweise sind die Aufnahmen noch von 14. Grant. Boah, mein Gott. Viele Boxen. Noch mehr Fläche. Boah. Was kann das sein? Die letzte Kurve wird es uns verraten. Das Gebäude kommt mir sehr verdächtig. Das ist das Stadion. Das ist Mexico City, oder? Ja, das ist, glaube ich, Mexico City. America. Mexiko ist hier. Mexico City. Da waren wir nah dran. 25 Kilometer. Nächste Runde. Das ist tricky. Das ist der Albert Park. Das ist safe, der Albert Park. Warum weiß ich das? Wegen den Curbs hier. Diese grünen Curbs, die kennen wir natürlich alle aus dem Albert Park. Und natürlich überwiegend der See, weil... aber den mal zu finden, wir sind in Melbourne zu Hause. Melbourne ist hier. Der Albert Park in Melbourne. Das heißt, es sollte nicht so schwierig sein, einen kleinen See zu finden. Das könnte hier was sein. Melbourne, nein, das ist ein Fluss. Aber sieht mir aus wie ein Seehummer. Nein, das sind zu viele Inseln. Da, nein, oder? Doch, der Albert Park. Albert Park Golf Circuit. Albert Park, hier, wir sind hier. Wir haben es geschafft. 800 Meter, Leute. BAM! Das erste Mal, dass wir genau an der Strecke sind. Und das ist ganz heikel. Letzte Runde. Das ist eine sehr heikle Strecke. Hier darf man nicht fahren, aber das Schild wird uns vielleicht was über Finn. Okay. Wo wird Radfahren mit Finn abgekürzt? Keine Ahnung. Aber wir werden uns das Ganze mal angucken. Es ist eine sehr dünne Strecke mal auf jeden Fall. Könnte Parco di Monza sein. Aber warum fahren da dann... Also das ist ein Rad-Event. Okay. Okay, und diese Pylonen hier stehen da wahrscheinlich auch wegen dem Rad-Event. Okay, auf den Pylonen steht leider nichts drauf. Es sind auch... Ach, das kann auch Montreal sein. Das könnte Montreal sein. Weil die Kurve hier, zack, zack. Doch, das ist, glaube ich, hier dann geradeaus. Dann können wir hier bitte abbiegen. Ja, das ist Montreal. Das ist Kanada. Ja, wir können sogar ein bisschen auf Schild mitlesen. Es ist auch so ein Französisch. Es wird auch in Kanada Französisch geredet. Parc Jean Debout, Côte de Codim. .com hilft leider nichts weiter. Aber das sieht man. Parc Jean. Okay, die haben mal auf jeden Fall. Ja, das ist Kanada. Ich glaube schon, dass es die Ile de Notre Dame ist. Aber das Schwierige ist halt, Kanada ist ein mega verdammt riesiges Land. Also, das ist mir alles schon zu weiß. Es gibt hier zwar viele Flächen Wasser, aber das ist halt zu perfekt gerade. Und das war ja auch für die Olympischen Spiele. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwie im Kalten gebaut ist. Montreal! Hier haben wir Montreal. Also Montreal ist eine komplette Stadt, okay. Montreal. Okay, aber wo könnte... Das ist die Insel, oder? Lava. Das wird mir immer ähnlicher. Point de Canandes. Ich sag dieser Point des Kansandes irgendwas. Das habe ich schon mal gelesen. Aber ob das jetzt hier... Ich glaube, wir sind hier ganz in der Nähe.
Mir sieht diese Insel so ganz, ganz vertraut aus. Ist da noch was? Nein. Wir müssen auch in der Nähe von Montreal gucken. Nein, da sind wir zu weit weg. Hier ist also Montreal. Ja, ich wage jetzt mal. Ich glaube, hier auf dieser Insel könnte was sein. 41 Kilometer entfernt. So eine kleine Insel ist die Ile Notre Dame. Oh mein Gott, okay. Ja, wir waren nah dran heute. Verdammt nah. Aber, 24.000. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben nicht jede Strecke gefunden, aber falls es euch das gefällt, können wir auf jeden Fall so eine kleine Reihe machen. Auch mit anderen Sachen, was wir finden können. Auch sowas wie den Eiffelturm. Ich bin eine geografische Niete. Aber das ist funny. Abonniert den Channel gern. Schaut gerne auf Insta und TikTok vorbei. Links sind alle unten in der Bio. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.